Hallo liebe Leute, ich grüße euch, schön, dass ihr da seid und reinschaut. Ich teste heute Arms Builder Demo, die gibt es auch schon bereits im Early Access, das hier ist jetzt aber die Demo. Mal gucken, wie es mir gefällt, dann werde ich die Early Access sicherlich auch mal testen. Aber glaubt man diesen Rezessionen, ist die Early Access wohl sehr absturzlastig. Müssen wir dann herausfinden. Wir gucken uns als erstes mal die Demo an und schauen mal, was uns erwartet. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Ne? Optionen ganz easy gehalten. Sprache haben wir mal auf Deutsch gestellt, um auch zu sehen, wie weit ist die Übersetzung und wie gut ist die bisherige Übersetzung. Steuerung habe ich jetzt nichts verändert. Audio habe ich nur ein bisschen die Musik runtergeschraubt. Können wir noch ein bisschen runterdrehen. Das wird eigentlich immer leiser. Speichern, dann schließt er das natürlich wieder. Grafik gibt es auch nicht viel zu sagen. Wir spielen in 1440p Ultra. Ich habe jetzt mal V-Sync an, weil bei so einem Genre ist es eh egal. Ist dann auch gut für die Aufnahmesoftware. Anti-Aliasing, mehr gibt es hier gerade nicht. Bewegungsunschärfe lassen wir mal an. Mehr können wir hier nicht machen. Gibt es nichts zu scrollen. Genau. Und dann starten wir das Ding mal. Profile haben wir jetzt noch keins. Gebaute Häuser. Zurück zum Spiel. Wobei handelt es sich hier? Ich habe es nur kurz überflogen. Also Ziel ist es wohl, überall auf der Welt Häuser im dortigen Baustil bauen zu können. Das ist kurz dazu gesagt. Schauen wir mal, was uns die Demo bringt. Spielen. Igloo-Haus. Leicht. Mehr haben wir nicht hier in der Demo. Okay, wo sind wir hier? Was ist das hier, Leute? Geografie. Hier ist Italien, Europa. Das Dings Grönland, ne, oder? Starten wir mal. Hier haben wir schon optische Fehler. Hier ist es weich gezeichnet, hier so ein Fenster. Und der Rest dahinter ist scharf. Na, ihr seht das ja hier im Globus. Na, wir spielen mal. Während der zweiten industriellen Revolution 1900. Okay, wir kriegen auch noch schnelle Tipps, die ich nicht lesen kann in der Stadt. Schon gewusst. Schön, dich auf der Baustelle zu sehen. Hoffentlich schreckt dich das Wetter nicht ab. Seien wir doch mal ehrlich, das ist kein knallhartes Geschäft. Wie du sicher weißt, bauen wir überall auf der Welt. In Zukunft kannst du dich auf größere Gebäude, mehr Handwerker und einige bauliche Herausforderungen gefasst machen. Das Free Mind Team wünscht dir viel Spaß. Ja. Das werden wir uns mal anschauen, Leute. Boah, sieht erstmal ganz gut aus soweit. Gibt's auch Spuren? Nee, vielleicht später mal. Okay, schnelle Tipps. Um mit dem Bau des Iglus zu beginnen, musst du zuerst Eisblöcke ausschneiden. Nimm dazu die markierten Knochenmesser. Geh dann zum Eisbruch und zeichne mit gedrückter Maustaste eine Kontur entlang des Risses auf dem Eis. Hilfe-Panel, Schneeblöcke. Bevor du anfängst, musst du Schneeblöcke ins Inventar legen. Wenn du eine orangene Hand siehst, kannst du E drücken, um den Gegenstand ins Inventar zu tun. Schneeblöcke aufstellen. Wenn du bereits Schneeblöcke im Inventar hast, kannst du mit dem Bauen beginnen. Drücke die linke Maustaste auf der grünen Zeichnung, um sie an die richtige Stelle zu setzen. Okay, wir müssen auch erstmal ein Knochenmesser aufheben ins Inventar. Zack. Genau. Leg den Eisblock in den Bauplan. Das ist eine Einführung. Hebe das Messer auf. Wo ist das Messer? Geh näher an die mögliche Schnee-Eisquelle heran. Ich glaube. Noch ein Messer. Bevor du beginnst, musst du ein spezielles Messer finden. Drücke E, um es zu holen. Haben wir. Sobald du das Messer in der Hand hast, zeichne eine Kontur entlang der sichtbaren Spur auf dem Eis. Während du die linke Maustaste gedrückt hältst, wenn du siehst, dass es kein Eis mehr in dem Loch ist, suche nach einer anderen Quelle. Hier ist ja noch ein Block, oder? Entlang der Kontur. Ah. Sehr schön. Ich will das Ding ins Inventar haben. Ich will das jetzt nicht einzeln bringen, bitte. Geht das nicht? Den fallen gelassen. Wie kommen wir denn ins Inventar?
Fähigkeitsbaum ist auf I. Okay, gibt es auch. Gegenstand bauen, fallen. Gegenstände E. Wo ist denn hier? Gibt es hier Interaktion? Gibt es hier kein Inventar? Karte. Es gibt kein Inventar, Leute. Haben wir den jetzt trotzdem noch im Inventar? Nee. Und ist der weggeglitscht jetzt? Na super. Steuerung zieht nicht so ganz genau. E-Gegenstand aufheben und linke Maustaste ist halt. Habe ich eben eigentlich auch gemacht. E-to open skill menu. Eskimo Bauernfänger. Mit dieser Fähigkeit schneidest du zweimal so viele Schneeblöcke gleichzeitig. Voraussetze, du kannst sie jetzt freischalten. Eskimo Bauernfänger. Okay, freischalten. Und Skilltree gibt es also auch. Aber ich würde gerne mal da unten sehen wir unten rechts. Warte mal, da so unten rechts sehen wir. Du musst mehr Stöcke ins Feuer werfen, sonst wirst du erfrieren. Lagerfeuer auch noch. Und wo kriegen wir die in die Stöcke her? Hier. So nett gemacht. Brücke Enzum. Okay, ich habe extra mal die deutsche Sprache. Also ich habe kein Problem mit Englisch. Aber wir wollen ja mal gucken, wie weit hier der Fortschritt in der Demo ist. Jetzt haben wir hier zwei. Genau. Was haben wir denn hier jetzt? Ja, wir kommen jetzt aufs Material. Eins, das Messer wegstecken. Zwei. Brücke P. Pfeil? Was will er denn? Ich will die jetzt setzen. Wir haben 8 Stück im Inventar. Mittlere Maustaste. Mit Fähigkeiten kannst du viele Aufgaben schneller erledigen. Überprüfe einfach, ob du neue Fähigkeiten zur Verfügung hast. Ein grünes Fähigkeiten-Symbol bedeutet, dass du die Fähigkeit freischalten kannst. Fällt mir bisher eigentlich ganz cool. Ich spiele sowas gerne, Leute. Wäre mal was für ein Twitch-Stream. So, mehr gibt dieses Loch nicht her, wie es aussieht. Nee, muss man zur nächsten Stelle suchen. Mit dem Feuer und Erfrieren ist sehr merkwürdig. Denn hier kriegen wir noch nichts mit der Hitze mit. Jetzt drücke ich E zum Aufheben. Die Gewichtsbeschränkung gibt es wahrscheinlich nicht. Jetzt haben wir 10. Ihr seht das unten rechts. Skill-Menü. Was haben wir denn jetzt? Du kannst sie jetzt freischalten. Mit dieser Fähigkeit kannst du 30% schneller laufen und gehen. Ja, guck mal her. Dann müsst du das Menü auflassen. Eskimo Bauexperte, kannst du 6-mal so viele Schneeblöcke. Ja, geh her damit. Haben wir noch was? Kannst du zoomen mit dem Mausrad und dann halt mit der Maus das bewegen. Hier waren wir halt ausgeschnitten.
12 Stück kriegst du hier raus. Wie viel können wir denn nehmen? 24. Oh, wir frieren. Wir frieren, glaube ich. Wir müssen ins Feuer, wo ist das Feuer? Feuer haben wir rechts die Anzeige da oben, ne? Wenn so das dauern, Alter, aber ist ja so ein Simulator, halt. Das dauert, ne? Ausschneiden können, Freunde. Geil gemacht. Ich glaube, ich werde mir die Early Access noch mal ziehen. Wir haben noch ein Skill-Menü. Was haben wir hier? Du kannst 15 mal so viele Schneeblöcke schneiden. Ja, her damit. Noch eins. Irgendwas grün, ne? Okay, wo waren wir? Hier hinten, oder? Ja, das Zielen hier ist nicht so cool irgendwie. Was? Wir brauchen noch ein paar, ne? So eine Kälteanzeige, nur das Feuer an sich da, ne? Haben wir 56, ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Brauchen wir erstmal ein paar. Kälteanzeige haben wir jetzt nicht. Arbeitsfortschritt 0%, das zählt irgendwie auch noch nicht mit da oben. Ihr seht es in der Mitte. Funktioniert bisher gut die Bedienung, bis auf das präzise Ausschneiden eben. Macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Aber der Arbeitsfortschritt oben, der ist wahrscheinlich dann auf einmal voll. Das scheint noch mal ein Buggy zu sein. Mehr wie 0% haben wir ja offensichtlich. Congratulations! Hauptkuppel ist fertig. Ah, jetzt ein Drittel. Okay. Hält der Hund jetzt? Ach, der sagt, wenn es Feuer langsam. Okay. Danke, Digga. Ich glaube, da werde ich mir die Early Access mal reinziehen. Ja. So, 5 Steine haben wir noch. Noch mal schneiden, Leute. Wir haben noch Fähigkeiten, oder? Ist ein bisschen blöd mit dem Zoom. Das Scrollen geht zu langsam. Boah. Wir gucken uns dann noch mal die Fähigkeiten an, hier so überfliegen was machen. Ne, ist gerade nichts da weiter. Hier haben wir schon geschnitten. Den ersten hat er dann irgendwie immer in der Hand. Jetzt gleich nicht mehr. Jetzt kann ich sie alle aufnehmen. Das Messer bleibt in der Hand. Beim ersten Mal hat er dann die letzten Steine in der Hand und nimmt das Messer weg. Welle ist leer. Ein bisschen zu schnell eingeblendet. Wir können das nicht lesen in der Zeit. Da stand irgendwas, dass die Quelle jetzt leer ist und wir uns die nächste suchen sollen halt, ne?
Okay, das Feuer wärmt uns bis hierher. Das ist natürlich sehr unrealistisch, aber ein cooles, ja, nice to have halt irgendwie, dass man sich noch um was kümmern muss. Hundert Stück haben wir, mehr können wir nicht aufnehmen. Jetzt XP-Punkte, ne? 2 pro Stein, wie es da oben aussieht. Sieht man so leicht den Himmel steigen. Okay. Ich spiele fast 100 Steine weg hier. Die werden jetzt anders angeordnet, aber der Hund gibt schon wieder Alarm fürs Feuern. Ja, wir kommen gleich. Die Erfrierung geht schon los. Die Quelle ist eh leer. Ja, ja, Bautzi. Ich weiß nicht, ob das Holz unendlich ist. Es sieht fast so aus wie eine Demo. Oder ob wir später uns darum kümmern müssen. Shop zu öffnen. Oh, hier gibt es jetzt eine Holzbarrikade für 20 und als Dekoration, das sind beides Dekoration, ein Gerbgestell. Wie denn Geld? Da oben steht 491 in der Ecke. Da oben. Hier seht's. Da oben in der Ecke. Wir haben nur eins gekauft. Jetzt geht das nicht weg, das Baummenü. Das ist wahrscheinlich Bug. Wir setzen hier noch ein paar Steine. Geht nicht weg. Das ist gerade extrem nervig. Er setzt auch noch die Holzgestelle. Kannst wieder aufnehmen. Aber vielleicht, wenn wir die anderen Menüs nehmen. Holzbarrikade. Jetzt haben wir einfach gekauft. Okay, das ist auf jeden Fall noch buggy. Hier noch weitergeht. Wir bleiben natürlich hier. Bleib hier und fortsetzen. What? Achso, fortsetzen gibt es bestimmt auch noch was. Jetzt sind wir hier drinnen. Das Feuer nimmt jetzt nicht mehr ab. Also rechts ist unser Wärmezustand. Hier drinnen nimmt er nicht ab, wie es aussieht. Geht nur ganz langsam, es täuscht. Okay, hier können wir nichts mehr machen. Wir haben noch Steine. Fortsetzen. Wie machen wir jetzt hier aus dem Menü weiter? Speichern. Karte.
Willst du wirklich deinen gesamten Fortschritt auf dieser Baustelle zurücksetzen und von vorne beginnen? Nein. Ich glaube, mehr gibt die Demo jetzt nicht her. Mit Fähigkeiten kannst du schneller, das haben wir gemacht. Das sind die Tipps nochmal hier zum Durchblättern. Skill Tree waren jetzt nur diese mehr schneiden und schneller laufen. Was haben wir denn hier noch? Muskelprotze, Springer, oh, hier gibt es noch so einen Haufen Zeug, Maurer, Kran, Experte für Trockenbaumontage. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Lehmhütten, japanische Dachziegel, Holzfäller, Entrinden, das sind Holzarbeiten hier alles, krass. Baumschneider, Brettschneider. Klingt sehr interessant. Palmenschneider, Lehmziegel, Schraubendreher, Holzspalter, Lasermaßband. Also hier kannst du noch ordentlich was bauen. Ja, scheinbar. Wir gucken mal, wir gehen mal zurück ins Hauptmenü. Karte. Ja. Schon gewusst, schön dich auf der Baustelle zu sehen. Ach, jetzt fängt ja von vorne an. Hier, okay, das Iglo. Beenden. Hauptmenü. Die Tipps werden zu schnell eingeblendet, die kannst du nicht lesen unten in der Zeit. Und wir haben den Bug irgendwie, dass der manche Baudinger nicht wieder wegpackt und dann überlagert sich das optisch, was nicht so cool ist. Das habe ich auch in den Rezessionen gelesen, dass das sehr schlimm sein soll, noch in der Early Access. Spielen. Vielen Dank für das Spielen. Du hast alle, okay, wir haben die Demo-Version soweit durchgespielt. Die haben wir mal den ersten Eindruck gekriegt. Ich denke, ich werde auf jeden Fall die Early Access mal ausprobieren. Ich hoffe, wir können da Videos machen. Denn, ja, viele Leute beklagen sich über permanente Abstürze in ihrer Runde. Was zum einen fehlende Speicherfortschritte mit sich bringt, dann. Und für eine Aufnahme wäre das natürlich auch kacke. Ich meine, das könntest du dann zusammenschneiden mit Aufwand. Aber vielleicht bin ich auch jemand, der Glück hat. Oder wir kriegen demnächst mal wieder ein Patch hier, dass wir das Problem nicht mehr haben. Ja, soviel zum Hausbilder Simulator. Vielleicht kennt das schon jemand von euch. Schreibt es doch in die Kommentare oder was ihr davon haltet. Mal weitermachen. Danke fürs Zuschauen und bis dahin sind.